Die letzten Jahre sind nicht leicht für Tim Lobinger. Der ehemalige Stabhochspringer erkrankt Anfang 2017 an einer besonders aggressiven Form von Leukämie. Doch aufgeben ist für den Ex-Let's Dance-Teilnehmer keine Option. Der Sportler stellt sich dem Kampf gegen den Krebs. Er übersteht 5 Chemotherapien, doch immer wieder muss er auch harte Rückschläge einstecken. Im Frühjahr 2018 kehrt die Krankheit zurück. Im Sommer muss er mit einer akuten Leberentzündung ins Krankenhaus. Mittlerweile scheint es dem 46-Jährigen wieder besser zu gehen. Auf der 24. José Carreras-Gala in München posiert Tim Lobinger für die Fotografen. Er sieht gut aus. Seine schwere Krankheitsgeschichte ist ihm an diesem Abend nicht anzusehen. Und ein Blick auf seine Instagram-Seite zeigt, dass er schon wieder fleißig trainiert. Unterstützt wird er dabei von seinem kleinen Sohn Ockert. Verlieren ist keine Option, schreibt er zu diesem Video. So heißt auch sein Buch, in dem er offen über seinen Kampf gegen den Krebs schreibt. Ein Motto, das ihn nicht nur als Sportler weit gebracht hat, sondern vor allem jetzt in der schwersten Zeit seines Lebens.